Liebe Mitbürger und Mitbürger, ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich war ja in den letzten Wochen nicht auf Sendung, aber auch aus gutem Grund, weil in den letzten Wochen waren bei etwa gleichbleibenden Infektionszahlen fast keine schweren Verläufe zu beobachten. Jetzt stehen die Herbstferien vor der Tür, Herbst und Winter stehen vor der Tür und das, was wir alle erwartet haben, zeigt sich jetzt, Gott sei Dank im Kreis Heidelberg noch nicht so stark, aber auch in ganz Deutschland, in bestimmten Regionen, im Umland eigentlich, die Fallzahlen steigen. Und leider steigen auch wieder die schwereren Verläufe. Weil einfach, denke ich mal, die Menschen sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, die Viruslast zunimmt, dann finden Ansteckungen vermehrt statt, aber auch schwere Verläufe finden vermehrt statt. Das beobachten wir leider auch im Kreis Heinsberg. Und deswegen ist nochmal mein ganz besonderer Wunsch an Sie jetzt vor den Herbstferien, weil ich weiß jetzt auch viele das nutzen, um mal entweder in Deutschland oder ins Ausland zu fahren, ein bisschen Urlaub zu machen. Bleiben Sie bitte vorsichtig. Auch wenn da, wo Sie hinfahren, die Menschen ziemlich locker damit umgehen. Sie wissen nie, welche Strategie in diesem Land verfolgt wird, ob da überhaupt das so konsequent erfasst wird wie bei uns. Und glauben Sie mir, wir haben gerade auch einen mir bekannt jetzt hier im Krankenhaus liegen, der kein Risikopatient ist und keine 80 Jahre alt, der beatmet werden muss. Also auch jüngere Menschen, Menschen im mittleren Alter sind nicht davor gefeit, schwer zu erkranken. Bleiben Sie bitte vorsichtig. Ich denke, wir sind hier im Kreis Heinsberg durch die schwere Phase März, April ganz gut durchgekommen. Wir sind jetzt ganz locker, aber auch mit dem nötigen Respekt, denke ich, durch den Sommer gekommen. Und es besteht jetzt kein Anlass, auf der einen Seite Panik zu machen, das will ich auf keinen Fall. Aber ich bin noch ein bisschen besorgt und wir müssen die Sache weiterhin ernst nehmen. Und ich hoffe wirklich, dass wir gut durch den Herbst und durch den Winter durchkommen, ohne dass sich hier irgendein Anlass ergibt. Und das würde ich wirklich gerne vermeiden, über irgendwelche weiteren Maßnahmen nachzudenken. Denn ich glaube mal, mit der Disziplin, mit dem, wie wir das jetzt bewältigen hier im Kreis, haben wir die Lage ganz gut im Griff. Es sind aber zwei Bereiche, wo auch in den letzten Wochen oder auch jetzt aktuell vermehrt Fragen auf das Gesundheitsamt, aber auch auf mich eingeprasselt sind. Das eine ist natürlich, und da ist natürlich heute der Tag vor den Herbstferien ideal, was ist eigentlich jetzt mit Risikogebieten, mit Reisen in Risikogebieten? Wir haben ja jetzt Limburg quasi hier vor der Tür. Die Tage waren interessante Artikel in Aachener Zeitung. Da hat jemand dann mal beobachtet, wie es dann da auf den Märkten und so zugeht. Überschrift war, als wenn es nie Corona gegeben hätte. Also da wird es wirklich sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt keine durchgängige Pflicht zum Tragen von Masken und dergleichen. Ich beobachte das ein bisschen mit Sorge, weil natürlich auch da die Fallzahlen zum Teil sich auch explosionsartig nach oben bewegen. Es gilt Folgendes: Wer also unter 24 Stunden sich in so einem Risikogebiet aufhält, beispielsweise mal zum Shoppen rübergefahren ist, der braucht keinen Test und braucht auch keine Quarantäne. Wer sich aus beruflichen Gründen bis zu 5 Tagen dort aufhält oder aus privaten, triftigen Gründen, beispielsweise Familienfest, nahe Verwandte, der 3 Tage, bis zu 3 Tagen sich dort aufgehalten hat, der braucht auch keine Quarantäne und keinen Test, muss es aber in diesen beiden Fällen dem Gesundheitsamt anzeigen. Das dient einfach der Möglichkeit, mögliche Kontaktketten nachzuverfolgen oder mögliche Warnungen noch aussprechen zu können. Jetzt ist aber was Wichtiges, was wirklich alle beherzigen müssen. Wer aber aus anderen Gründen, beispielsweise einen richtigen normalen Urlaub in so einem Risiko gemacht hat, der muss danach sich in Quarantäne begeben und einen Test vorweisen. Er macht sich ansonsten strafbar. Also bitte vorsichtig sein und das auch wirklich beherzigen und auch wirklich dem folgen. Wir würden ungern irgendwelche Strafen verhängen müssen. Das hat einfach den triftigen Grund. In diesen Ländern besteht ein abstrakt höheres Risiko, sich mit Corona angesteckt zu haben. Und wenn wir jetzt über einen negativen Test und eine vorhergehende Quarantäne ausschließen können, relativ sicher ausschließen können, dass derjenige jetzt infektiös ist oder andere ansteckt, dann, das trifft nicht die Billigung meines Gesundheitsamtes, ich finde es auch nicht ganz, wie soll man sagen, logisch, vor allen Dingen, wenn wir mal die anderen Dinge vergleichen, die ja dann gelten, dann darf er auch nach einem negativen Testergebnis sich wieder frei bewegen. Dieser Umstand wurde von einigen von Ihnen in den letzten Tagen zum Anlass genommen, dass Prozedere des Gesundheitsamtes, wenn in Schulen jemand ab der 5. Klasse sich angesteckt hat, bezüglich des Umfelds kritisch zu hinterfragen, weil da wird dann gesagt, die können sich quasi, die aus dem Ausland kommen, freitesten und die, die in der Schulklasse von uns identifiziert, ohne Tragen einer Maske, Nähe und Kontakt mit einem positiv Getesteten sind, Entschuldigung, die müssen dann trotzdem in Quarantäne bleiben, auch wenn sie ein negatives Testergebnis vorgewiesen haben. Ich habe das mal ausgiebig mit den Ärzten des Gesundheitsamtes diskutiert, weil das leuchtete mir im ersten Moment auch nicht ein, aber einen triftigen Grund. Allein der Außenaufenthalt im Ausland in einem Risikogebiet ist ein sogenanntes abstraktes Risiko, sich angesteckt zu haben. Dagegen mit jemandem
näheren Kontakt gehabt zu haben, der wirklich definitiv positiv getestet worden ist, ist ein konkretes Risiko. Und die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes sagen in einem solchen Fall, selbst wenn durchgängig eine Maske getragen worden ist, Test plus Quarantäne. Wir gehen sogar hin und sagen, wenn durchgehend eine Maske getragen worden ist und das nachweisbar ist, dann muss diese Kontaktperson, kann in der Klasse verbleiben und macht einen Test. Das ist eine ganz andere Sache. Das heißt, wir gehen eigentlich viel progressiver damit um und nehmen eigentlich auch ein bisschen mehr Risiko hier als Gesundheitsamt auf unsere Kappe, weil uns natürlich unbedingt wichtig ist, dass der Unterricht aufrechterhalten wird. Das hängt aber dann auch damit zusammen, dass wir sehr, sehr dringend empfehlen, in den Klassen ab dem 5. Schuljahr eine Maske zu tragen. Masken tragen heißt jetzt nicht, ich muss sie die ganze Stunde auflassen, sondern wir sagen, auch wenn gelüftet wird, in dieser Phase darf die Maske auch mal zum Luftschnappen abgenommen werden. Aber bitte beherzigt das. Wenn durchgängig eine Maske getragen worden ist, ist das Thema Quarantäne, Test, weitere Teilnahme, Unterricht viel, viel einfacher für uns als Gesundheitsamt zu handeln. Ich denke, wir haben da wirklich eine sehr pragmatische und progressive Lösung gefunden, weil uns ebenso wichtig ist, dass der Unterricht stattfindet. Auch in den Fällen, wo jemand positiv getestet ist, haben wir meine Ärzte nochmal bestätigt, prüfen wir sehr genau, wer wirklich im engeren Umfeld war. Wir schicken also nicht automatisch die gesamte Klasse, auch wenn durchgängig keine Maske getragen worden ist in Quarantäne, sondern wir prüfen wirklich, wer sitzt wirklich um den rum, mit wem hatte der oder diejenige engeren Kontakt. Das soll es für heute mal sein. Also nochmal meine dringende Bitte, lasst uns alle Male nicht leichtsinnig werden. Lasst uns das, was wir in den letzten Monaten erreicht haben, jetzt nicht aufs Spiel setzen, weil wir irgendwo ein bisschen müde werden mit den Dingen. Macht auch, ich habe heute Geburtstag, ich habe auch heute keine große Mannschaft da. Also das ist einfach was, was man im Moment beherzigen muss. Familien feiern, die jetzt nicht unbedingt wie eine Hochzeit oder ein Trauerfall oder wirklich wichtige Anlässe im größeren Kreis gefeiert werden sollen. Bitte lasst es im kleineren Kreis und haltet auch da ein bisschen Abstand. Ja? Also ich glaube, wenn wir das alles beherzigen, dann besteht für uns hier im Kreis Heinsberg keinerlei Anlass, irgendwas zu verschärfen. Das möchte ich nämlich wirklich in unser aller Interesse vermeiden. Denn ich denke, wir haben eigentlich jetzt ganz gut gelernt, damit umzugehen. Ich denke, wir kommen auch ganz gut über den Winter. Ich vertraue auf Sie, ich vertraue auf Ihre Einsicht. Sprechen Sie auch ruhig Leute an, die sich nicht benehmen. Machen Sie es aber bitte in einer nicht oberlehrerhaften Form, sondern weisen Sie darauf hin. Das kann durchaus auch mal dazu beitragen, dass wir alle mal uns vernünftig verhalten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, HS be strong.